herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie sehr kann Michael eine Blume sein? Heute wieder das Theme. Ja, wir haben, sind es Blumen? Ja, es sind schon Blumen. Es sind Blumen mit einem Totenkopf, aber es sind trotzdem Blumen. Jetzt müssen wir gucken, ob der Totenkopf Glück oder Pech bringt. Weil, was machen wir auf? Richtig, in der letzten Folge hat es so gut gepasst und wir haben halt einfach Bock drauf. Wir machen wieder One Piece auf, aber was Besonderes. Nicht OP3, nicht OP2, nein. Sondern wir öffnen das, mit dem One Piece das Trading Card Game gestartet hat. OP01, Roman's Dawn. Wir gehen rüber, wir holen uns ein Display. Der Totenkopf muss Glück bringen, weil Totenkopf, Pirat. Piratenkönig, das wäre meine Flagge. Das wären die Flower Pirates. Hey, alles Floristen. Weißt du, überall Pflanzen und so. Wir holen uns ein Display. Ja? Wir holen uns ein Display, denn wir haben genug Kohle. Hier sind drei. Dominik, welches nehmen wir? Which do we take? Eins, zwei oder drei? Meine kosmischen Kräfte sagen mir das hier. Ja? Dann vertrau mal deinen kosmischen Kräften, weil du musst heute alleine drehen. Das ist falsch rum. Oh. Das war so, oder das ist richtig rum, diesen falsch rum. Aber das ist wichtig und richtig. Ja, das ist der Odd One Out. Okay, wir gehen ins Studio. Wir machen One Piece auf. Wir holen uns nichts anderes, damit wir ein bisschen Restbetrag. Wir starten mit 125 Euro. Mhm. Kostet 110. 15 Euro Rest. Hoffentlich sind nicht 5 Euro Altarzt drin, weil sonst wäre die Staffel schon. Haben wir Speedrun gemacht. Falls aber Manga Shanks drin ist, haben wir Speedrun gemacht andersrum. In diesem Sinne, bis gleich. Dies ist eine traurige Folge, denn aufgrund von sehr viel Arbeit hat Dominik leider keine Zeit, das Video mit mir zu drehen. Wir machen aber trotzdem etwas sehr Schönes aus, und zwar One Piece. Roman's Dawn gibt es gleich bei mir nach dem Intro. Ja, wir haben ein wunderschönes Roman's Dawn Display. Ich brauche ein Messer. Ich habe kein Messer. Da ist ein Messer. So, ich hoffe, ich bin von der Lautstärke her okay. 110 Euro bedeutet, unser Start ist 15 Euro. Ja, kann man machen, muss man nicht. Auf jeden Fall ein teures Produkt. Aber es ist ein schönes Produkt und wir hoffen ja natürlich immer noch auf den Manga Shanks. Das wäre halt insane. Wir gucken erstmal, was in der Box, im Boxtopper drin ist. Hier gibt es noch Boxtopper. Da können auch teure Karten drin sein. Ich hoffe auf Alvida, aber ich glaube, das ist es nicht. Es ist Who's Who. Schade. Nicht so der Burner, was die Boxtopper angeht. Am liebsten hätte ich, glaube ich, Perona gehabt, weil es die teuerste ist. Ich meine, Perona ist die teuerste. So, insgesamt haben wir 24 Booster. Entschuldigung, falls ich ein bisschen komisch klinge, aber meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen, wenn ich ehrlich bin. Also Hals ist immer noch nicht 100% wieder da, aber das ist egal. Wir machen nämlich jetzt One Piece auf. Ich packe mal die Booster einfach zur Seite und hoffen auf wunderschöne Pulls. Bei den Super Rares natürlich ganz klar Zorro ganz vorne dran. Ich glaube oder ich meine, dass auch Law sehr teuer ist. So, ich muss immer nur ein bisschen aufpassen beim Aufmachen. Alles klar. Also, das ist die eine Sache, die ich an den Packs hasse. Muss ich wirklich einfach sagen. Also, es ist wirklich insane, wie schlecht man sie öffnen kann, teilweise. Wir haben die Pazifista. Wir haben Otsuru. Urashima. Müsste man eigentlich wirklich zensieren, die Karte. Creek. Wir haben Sheep's Horn. Wir haben Jean Bart. Wir haben Crescent Cutlass. Killer. Into Kiyoshiro. Into King. Into Jinbei into Uta. Okay, im ersten Pack leider nichts, aber ist ja auch nur das erste Pack gewesen. One Piece gefällt mir aktuell immer mehr. Ich bin super gespannt. Falls ihr euch die Folge schon angeguckt habt mit Gear 5, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet und auch, ob ihr generell die Serie verfolgt, würde mich mal interessieren. Dominik hat mich so ein bisschen wieder reingebracht. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Folgen gucken. Ich bin nämlich erst bei Folge 600 noch was. Also ich habe so 400, 500 Folgen noch vor mir. Aber das ist okay. Overheat into Queen. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Folgen vor uns, aber natürlich habe ich mir die aktuellen Sachen angeschaut. Einfach weil,
ja, die Fights halt gerade insane sind. Und Gear 5 wollte ich natürlich auch nicht verpassen. Das ist sehr, sehr schön. Gear 5 ist mir fast schon zu cartoonig. Aber es ist genau der Spirit, den ich mir so erwartet und gewünscht habe. So, deswegen bin ich sehr zufrieden. Und natürlich hoffen wir, beziehungsweise freuen wir uns auf die nächsten Sets. OP04 wird einen Manga Sabo haben. Okiko, into. Ah, das ist der normale Kit. Okay, unser erster Super Rare. Eustace Captain Kit. Finden wir schön. Packen wir auf die Seite. Ich dachte gerade, es wäre was anderes, aber never mind. Ich finde es aber schön, wenn die Hits gegen Ende sind. Also, das ist eigentlich ganz cool. OP04 haben wir Sabo. Und OP05 haben wir halt Gear 5 Ruffy. Passend auch im fünften Set. Hat er bestimmt extra gemacht. Oder haben die bestimmt extra gemacht. Aber da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie teuer der wird. Also ich sag, der wird vierstellig. Da wird es sich, glaube ich, auch lohnen, sich einfach mal einen Case zu holen. Vielleicht machen wir ja ein Case-Opening, der Dominik und ich. Page 1 into Caesar Clown. Okay, bisher noch sehr, sehr gelassen, das Display. Sehr, sehr entspannt. Oh, wir haben das Don. Wir haben das Don gefunden. Ihr habt es alle gesehen. Wir haben das Don gefunden. Das wunderschöne Ruffy Don. Bisher, glaube ich, mein Lieblings-Don. Ich mag das mit Shanks auch. Ich mag auch das von Sanji mit dem Barati. Aber das mit Ruffy ist irgendwie nochmal ein bisschen special. Packen wir auf die Seite. Geht auch seine 1 Euro, glaube ich. Also 1 Euro von 110 haben wir schon mal wieder. Der Kit geht... Boah, wenn ich jetzt mal schätzen würde, würde ich sagen 3 oder 4. Ihr seht es ja schon, ne? Also Preise gucken wir halt im Nachhinein, ist ja klar. Und Black Maria. Was wäre mein Traumhit aus dem Set, wenn es nicht Manga Shanks wäre? Ich glaube, am allerliebsten würde ich Boa Hancock ziehen, weil ich das Artwork sehr schön finde. Den Zorro natürlich, den Altart Zorro, sowohl Charakter als auch Leader. Und ansonsten tatsächlich Kaido. Auch wenn er nicht teuer ist, aber Kaido ist cool. Komurasaki, Gungung, Fire Pistol, Red Hawk into Gekko Moria. Also bisher haben wir uns wirklich nur die Nieten rausgesucht. Eine Super Rare, aber das mag ich eigentlich bei Openings. Ich mag es nicht, wenn direkt zu Beginn der große Hit drin ist. Ich finde es halt immer schöner, wenn es so gegen Ende passiert. Last Pack Magic sagt man ja nicht ohne Grund. So, und die Alvida, genau, das wäre auch ein cooler Boxtopper gewesen. Jean Bart. Hyogoro. In 2 years at the Zabaudi Archipelago. Yes. Timeskip war cool. Sanji into. Oh, da haben wir was. Aber da haben wir jetzt doch was, oder? Da haben wir doch. Es ist Boa Hancock, aber es ist die normale, oder? Ist die normale? Ja, es ist die normale Boa Hancock. Schade. Ist so bei 2 Euro, hätte ich das geschätzt. 1, 2 Euro. Also es gibt natürlich ein paar Karten, die ein bisschen was gehen. Bei den Comments, das ist eine Sache, die hätte ich vielleicht vorher checken sollen. Bei den Comments gibt es, da gibt es eine Karte, wie heißt sie denn? Nicht Uta. Ich guck mal, vielleicht sehen wir sie ja gleich. Otama? Ich bin mir gerade nicht sicher mit dem Namen. Die geht einfach 60, 70, 80 Cent, das Stück. So, und für eine Common, die man halt bestimmt mehrfach zieht in einem Display, ist das eigentlich ganz nice. Ulti into Momonosuke. Schade. Aber bisher 2 Super Rares. Also bisher ist es überschaubar. Wir machen weiter. Wir haben Virgo. Wir haben den Apu. Mako. Nekomamushi. Aflesia, Babanuki, Perona ist auch eine richtig schöne, Altart für den Boxtopper. Jinbei haben wir, dann haben wir Bartholomew Kuma into, nochmal Uta, schade. Okay, machen wir weiter. So, wir sind gleich mit der Hälfte des Displays durch, haben dann noch eine Hälfte vor uns. Stellt euch mal vor, wir haben uns jetzt wirklich ein Display ausgesucht, in dem einfach gar keine Hits drin sind. Und die Staffel endet. Das wäre schade. Ich fände es sad. Bellamy.
The Raizo, Kaido, Thunder Bagua into... Okay, das wäre jetzt cool gewesen, wenn jetzt hier in diesem Pack Kaido drin gewesen wäre. Das hätte irgendwie sehr gepasst. So, wir machen weiter mit Carrot. Bartholomew, Money, Money. So, Mr. One. Sasaki, Barakwaks, Jinbe into, das ist eine Super Rare, was ist es? Es ist Kinemon. Okay, wir haben unsere dritte Super Rare, aber immer noch keinen einzigen, ja, großen Hit, in Anführungsstrichen. Langsam, ich sag's wie es ist, langsam werde ich nervös. Langsam werde ich nervös. So, wir haben Inuarashi Vergo, Urashima, den müssen wir wirklich zensieren. Also das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So, Miss Doublefinger. Heißt die eigentlich Zala? Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Gut, richtigen Namen von denen wusste man ja, glaube ich, eh nicht. Iso, wir haben die Smilefruit into... Oh komm, was ist es? Es ist King. Es ist der normale King. Okay, die nächste Super Rare ist raus. Und wir haben noch zwei Booster auf der linken Seite. Holy moly. Wir machen weiter. Der Karibu. Speed. Alvida, Jean Bart, Babanuki, Roundtable. Ja gut, worauf freue ich mich auch noch? Genau, ich freue mich mega auf OP04. Wegen dem Sabo. Der sieht auch insane aus. Oh. Oh, oh, oh. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Es ist Boa, oder? Yes, es ist Boa Hancock. Nice. Noch gar nicht gesehen, diese Karte. Noch gar nicht. Ich habe so viele Displays aufgemacht, auch privat. Die habe ich noch nicht einmal gesehen. Das ist richtig cool. Da freue ich mich drüber. Boa Hancock. Unsere erste Altart. Aus diesem Display. Wunderschön. Packen wir natürlich auch direkt zur Seite. Sleeves habe ich jetzt gerade nicht da. Der Tisch wurde aufgeräumt. Aber sie ist sicher an der Seite verwahrt. Und wir machen weiter. Boah, Hancock. Cool. Ich hasse diese Packs. Also man muss die Karten halt immer so ein bisschen runterdrücken. Und dann versuche ich es immer so in einem Rutsch aufzumachen. Aber manchmal hängt das ja so krass. So, wir haben Sai, Bartholomew, Mr. Three, Oden, Nami ist gut, into Doofy. Nami hat natürlich auch eine super schöne Altart, also über die würde ich mich auch freuen. Beschweren würde ich mich da definitiv nicht. Und wir machen weiter mit der zweiten Hälfte, 12 Packs. So, Pack-Karten runterdrücken, damit es oben nicht zu einem Knick kommt, und wenn es dann genau das passiert, dass sie nicht komplett aufgehen, könnte ich einfach so wegtilten, das ist insane. Weil es ist halt wirklich kaum Spielraum, um dann die Karten so raus zu wriggeln. Cavendish, tut mir leid übrigens für meine extreme tiefe Stimme heute, aber ja, Hals ist immer noch sehr im Arsch. Keiko Moria into Crocodile. Super Rares müssten wir dann gleich durch sein. Wir haben leider bisher keinen der richtig guten Super Rares gezogen. Die teuersten müssten sein Law. Der müsste so bei 7, 8 Euro sein, wenn ich mich nicht täusche. Und Zorro müsste so bei 8, 9 Euro sein. Bedeutet, das ist halt eine Super Rare, die sieht man gerne. Also fast ein Zehner. Ist nicht schlecht. Aber ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt. Punk Gibson. Queen. Ich bin wirklich gespannt, inwiefern welche Decks jetzt gerade gut sind, beziehungsweise richtig gut werden. Schreibt doch gerne in die Kommentare, welches Deck ihr gerade spielt. Ich bin, beziehungsweise war ja ein Whitebeard-Spieler, aber ich finde, die haben das Deck ja ein bisschen seiner Männlichkeit beraubt, ne? Also da sind viele Karten auf der Limited-Liste gelandet. Und deswegen bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich Whitebeard weiterspiele. Das Deck wurde auf jeden Fall sehr, sehr hart genervt. Und jetzt bin ich da. Die meinte ich. Otama geht fast ein Euro. Muss ich mal gucken, wie viele wir bisher gezogen haben. Aber Otama geht einfach fast ein Euro. Ich glaube 70, 80, 90 Cent. Deswegen packen wir sie auf die Seite. Und, oh mein Gott, wir haben was.
Wir haben was. Wir haben was. Wir haben was. Und es ist die Zorro-Character Altart. Wir haben einfach das perfekte Display ausgesucht. Holy moly. Genau, ich bin sehr traurig, dass Dominik bei dem Video jetzt nicht mitmacht. Das sind genau die zwei Karten, die wir gecallt haben und die wir haben wollten. Ich wollte Boar und er meinte, er würde so gerne den Zorro ziehen. Schade. In der nächsten Folge auf jeden Fall wieder da. Aber da ist das gute Stück. Zorro. Und damit kann ich, ich bin mir nicht sicher, wie teuer der Zorro ist, aber ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, dass dieses Opening mal wieder ein absoluter Burner war, weil One Piece einfach gerade... One Piece wird zum neuen Yu-Gi-Oh! Ich sag's euch. Nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt können wir auch ein bisschen schneller durchgehen, weil wir haben unsere zwei Hits und ich glaube nicht, dass wir noch einen dritten haben. Jack und Uta. Ich wollte es nämlich schön spannend machen, aber ich glaube, dass jetzt halt natürlich unsere Sachen raus sind. Caribou, Wire, B-Bang, Monet, Tony Chopper, Who's Who, Demon Face, Caesar, Clown. Oh! Ich hab's gerade gesagt. Wir haben ein 3-Hit-Display. Was ist das denn? Noch eine Yamato. Nice! Holy! Okay, damit habe ich jetzt wirklich gar nicht mehr gerechnet. Wir haben noch eine Yamato Secret Rare plus den zwei Altarts. Maike sucht die besten Displays aus? Fragezeichen. Nur nicht für mich privat, leider. Also, leider ziehe ich selbst sehr, sehr schlecht und kaufe mir dann im Endeffekt die Karten. Kurei, Kureli, Kurilaik, Okiku und Page One. So, wir haben noch 4 Booster. Aber das war ein richtig nices Display. Holy. Kein Leader. Ich weiß nicht, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß halt nicht, wie selten Leader sind. Sprich, wenn man jetzt zum Beispiel ein Case hat mit 12 Displays, wie viele Leader da sind. So, das würde mich mal interessieren. So, wir haben Zwiebelkopf. Wir haben Alvida. Wir haben Vogelfrau. Wir haben kurvige Frau. Wir haben noch eine Otama. Mache ich jetzt auch auf die Seite. Also, geht halt Geld, ne? Jinbe. Und... Oh, und noch einen normalen Zorro. Nice. Alter, das Display ist ja mega busted. Holy. 3 Packs. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir noch eine wenn wir noch eine Leader Altart ziehen. Einfach so, im letzten Pack. Wir haben Creek, Alvida, Speed, Machu, Bartholomew. Oh Mann, also meine Stimme ärgert mich selbst, deswegen wirklich tut mir diese Folge hier sehr leid. Nico Robin, Into und noch ein Trafalgar. Warum nicht? Warum nicht? Die zwei besten Super Rares back to back. Nehme ich. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge 2 Displays One Piece. Ah, so viel Kohle haben wir, glaube ich, nicht. Aber, Alter, also das ist, glaube ich, mit das beste One Piece Display, was ich bisher geöffnet habe. Natürlich könnte es nur noch besser sein, wenn man The One and Only zieht, ne? Also, Le Manga Shanks. Also, das ist auch wieder, wie gesagt, die Booster. Das ist das Einzige, was ich an diesem Spiel nicht mag. Bandai, das machen sie ja auch bei Digimon. Es ist insane, wie schlecht ich diese Booster-Packung finde. Also, keine Ahnung. Dann macht doch wenigstens so einen Streifen rein, wie bei einem KitKat. Kennt ihr es beim KitKat? Da habt ihr diesen roten Faden, den man dann so runterzieht. Das macht viel mehr Sinn. Ulti into Kuma. Und Last Pack Magic. Ja, Stimme ist, wie gesagt, es ist Montag. Wochenende war anstrengend. Ihr seht das Video am Dienstag, aber wir drehen es ja am Montag. Und nächste Woche auf jeden Fall wieder mit mehr Energie. Und mit Dominik. Mit meinem kleinen Stinger. Aber bis dahin haben wir auf jeden Fall ihn ehrenvoll vertreten, indem wir insane gut gezogen haben. Und es ist, glaube ich, die erste Folge seit langem, in dem ich die Hits ziehe, aber auch nur, weil er halt nicht da ist. Beppo, wir enden auf einem Bärchen. Ihr seht den Preis schon eingeblendet. Ich tue jetzt noch mathematifizieren und dann sehen wir uns gleich zum Outro. So, hat sich mal wieder gut gelohnt. Wir sind bei 160 Euro.
Ich meine, wir hatten auch noch 15 Euro Start, also haben wir in Anführungsstrichen nur 145 Euro rausgezogen. Aber die Hits waren halt auch einfach wunderschön. Ja, wunderschön. Einmal Zoro und einmal Boa Hancock. Wir haben wunderschöne Karten gezogen. Und bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer diese Staffel Get Rich geht bis zum Ende des Jahres. Es muss. Wir haben jetzt als nächsten Schritt die 200 vor uns, dann kommt die 300 und dann die 40 Milliarden. In diesem Sinne, bleibt reich, weil wer Geld ausgibt, kriegt auch wieder Geld. Denkt daran. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.